Den Reisenden, der sich der Stadt näherte, versetzte sie in einen merkwürdigen Zustand von Erregung. Wer in Berlin bleiben wollte, erhoffte sich hier die Erfüllung seiner Träume. Die Eisenbahn, Symbol des Fortschritts und einer neuen Freiheit. Dezember 1835. Von Nürnberg nach Fürth dampft die erste Eisenbahn auf deutschem Boden. Spielfilmaufnahmen aus dem Jubiläumsjahr 1985. Die Lokomotive hatte man bei Stevenson in Newcastle gekauft. Damit wurde auch die englische Spurweite übernommen. Eine weitreichende Entscheidung für den Bahnbau in ganz Deutschland. Die bayerische Ludwigsbahn löste bei den Zeitgenossen eine wahre Eisenbahn-Euphorie aus. Die Überwindung von Raum und Zeit schien Wirklichkeit geworden. Drei Jahre später begann das Eisenbahnzeitalter auch in Preußen. Am 29. Oktober 1838 eröffnete eine private Eisenbahngesellschaft die Strecke Berlin-Potsdam. Länge 26 Kilometer, Fahrzeit 40 Minuten. Als die Berlin-Potsdamer Eisenbahn 100 Jahre alt wurde, fuhr sie die Strecke noch einmal unter inszeniertem Jubel für die Wochenschau. 1838 hatte der preußische Kronprinz die Fahrt miterlebt und dabei ausgerufen: Diesen Karren, der durch die Welt läuft, hält kein Menschenarm mehr auf. Es dauerte nicht lange und die eisernen Karren wurden auch in deutschen Fabriken gebaut. In Preußen begann damit August Borsig. In seiner Eisengießerei und Maschinenbauanstalt vor dem Oranienburger Tor in Berlin stellte er ab 1841 Lokomotiven her. Nach 5 Jahren waren es schon 100 Stück. Ein Jahr nach Eröffnung der Potsdamer Eisenbahn war Baubeginn für die zweite von Berlin ausgehende Strecke. Bis 1846 folgten noch 3 weitere. Die Entwicklung des Berliner Eisenbahnnetzes im Kartenbild. 1838 Eröffnung der Strecke Berlin-Potsdam. Später wird sie bis Magdeburg verlängert. 1841 nimmt die Anhalterbahn ihren Betrieb auf. Zunächst bis Jüterbock, dann auf der Gesamtstrecke bis Köthen. 1842 Eröffnung der Eisenbahnlinie Berlin-Frankfurt an der Oder. Ein Jahr später Fertigstellung der Eisenbahn von Berlin über Angermünde nach Stettin. 1846, Aufnahme des Betriebs auf der Strecke Berlin-Hamburg. 5 Fernbahnen verbanden nun die preußische Hauptstadt mit den wichtigsten Gebieten Deutschlands. Jede der 5 privaten Eisenbahngesellschaften hatte in Berlin ihren eigenen Bahnhof. Doch merkwürdigerweise lagen sie alle vor den Toren der Stadt, außerhalb der Zollmauer, auf freiem Feld. So wollte es die preußische Steuerverwaltung. Nur beim Frankfurter Bahnhof, der später Schlesischer Bahnhof hieß, machte man eine Ausnahme. Erst 1868 wurde die Zollmauer beseitigt. Die Hochbahn, die durch den Bezirk Kreuzberg fährt, folgt ihrem einstigen Verlauf.
Eine zweite stürmische Entwicklungsphase des Berliner Eisenbahnnetzes setzt Mitte der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts ein. Nach zweijähriger Bauzeit wird 1867 die Görlitzer Bahn eröffnet. Auch die Strecke nach Küstrin wird 1867 in Betrieb genommen. Die wichtige Verbindung Berlin-Lehrte wird 1871 fertiggestellt. Es folgt dann 1875 die Dresdner Bahn. 1877 die nach Stralsund führende Nordbahn. Und 1879 schließlich die Wetzlarer Bahn. Berlin war damit zum Ausgangspunkt von 11 Eisenbahnlinien geworden. Zusammengehalten wurden sie durch die Berliner Ringbahn, welche die Stadt umkreiste und die einzelnen Bahnhöfe miteinander verband. 1882 kam die Berlin von Osten nach Westen durchziehende Stadtbahn hinzu. Das Besondere an Berlin war, dass es hier keinen Hauptbahnhof gab wie in anderen Städten, sondern viele Bahnhöfe, jeweils für bestimmte Reiseziele. Der Anhalter Bahnhof, erbaut von Franz Schwechten. Die große Halle hatte der Ingenieur und Schriftsteller Heinrich Seidel konstruiert. Zur Zeit seiner Entstehung, 1880, einer der größten und schönsten Bahnhöfe Europas. Der Stettiner Bahnhof. Von ihm aus reiste man über Neustadt und Angermünde nach Stettin und in den Ferien an die Ostsee. Der Potsdamer Bahnhof am Potsdamer Platz. Dieser Bau ersetzte seit 1872 den historischen Vorgängerbahnhof. Der Lehrter Bahnhof. Von hier aus erreichte man Hannover sowie Westfalen und die wichtige Rheinprovinz. Der Görlitzer Bahnhof. Von hier fuhr man nach Cottbus und Görlitz, ins Riesengebirge und nach Schlesien oder auch nur in den Spreewald. Entstanden war die Strecke Berlin-Görlitz unter der Regie des Industriellen Bethel Henry Strusberg. Zeitweise einer der reichsten Männer Europas. Innerhalb weniger Jahre stieg er zum preußischen Eisenbahnkönig auf. Als Generalauftragnehmer baute er in Preußen 6 Eisenbahnlinien, scheiterte dann an einem riesigen Eisenbahnprojekt in Rumänien und stürzte als Bankrotteur ins Nichts. Strusberg starb 1884, 61 Jahre alt, wirtschaftlich ruiniert und von seinen Freunden verlassen. Er hatte Stahlwerke und Kohlegruben, Lokomotiven und Waggonfabriken besessen. Am Ende blieb ein kleines Mausoleum auf dem Matthäusfriedhof in Schöneberg. Das industrielle Berlin. Seit 1871 Reichshauptstadt. Bis zur Jahrhundertwende Aufstieg zur größten Industriestadt Deutschlands. Ein erstaunlicher Vorgang, denn es gab hier weder Bodenschätze noch Rohstoffquellen. Alles musste herbeigeschafft werden, selbst die Arbeitskräfte. Durch Spree und Havel und ein System gut ausgebauter Kanäle war Berlin mit Elbe und Oder verbunden und dadurch mit den Seehäfen Hamburg und Stettin. Ende der 70er Jahre begann die Verstaatlichung aller Privatbahnen in Preußen. Neben den Wasserstraßen waren die Eisenbahnen ausschlaggebend für die Industriestadt Berlin. Ein Schienennetz mit einer Unzahl von Personen- und Güterbahnhöfen hielt die Stadt zusammen wie ein eisernes Korsett. Die faszinierende Welt der Eisenbahn. Ein berühmtes Bild von Hans Baluschek, der Bahnhof. Eine Gleislandschaft mit dampfenden Lokomotiven. Eisenbahn in Stadtlandschaft, ebenfalls von Baluschek. Gleisanlagen im Norden Berlins. Ein Bild von Franz Skarbina, Proletarier auf dem Weg zur Arbeit.
Eine impressionistische Stadtansicht von Julius Jakob. Humboldthafen mit Alexanderufer und leerter Bahnhof. Postverladung im Anhalter Bahnhof von Otto Antoine. Eingefangen ist die dampferfüllte Bahnhofshalle. Für den Schriftsteller Walter Benjamin war dieser Bahnhof schon, laut des Namens, Mutterhöhle der Eisenbahnen, wo die Lokomotiven zu Hause seien und die Züge anhalten mussten. Für die Berliner wurde der Anhalter zum Fernbahnhof schlechthin. Das Tor zum Süden, Fernwehbahnhof. Von hier aus fuhr man nach Dresden und Wien, nach Rom und Nizza oder kam von dort an. Wer es sich leisten konnte, der wohnte im Excelsior, dem größten Hotel des Kontinents, dem Bahnhof gleich gegenüber und mit ihm durch einen Tunnel verbunden. Die Reise nach Berlin, eine unendliche Geschichte. Wer hier ankam und blieb, konnte die Stadt lieben oder hassen, gleichgültig ließ sie keinen. Und wer die Stadt wieder verließ, nach Monaten oder Jahren, dem blieben die Erinnerungen ein Leben lang. Die Menschenwerkstatt Berlin veränderte jeden, selbst wenn er sich hier nur für ein paar Tage aufhielt. Das Gelände des Güterbahnhofs Ruhleben, einst weit außerhalb der Stadt gelegen. Hier befand sich in der Zeit um 1900 der Berliner Auswandererbahnhof. Nur noch wenige Überreste erinnern an diese Station auf dem Weg in die neue Welt. In Betrieb war der Bahnhof von 1891 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914. Wer in Ruhleben Passkontrolle und ärztliche Untersuchung hinter sich hatte, der durfte mit Sonderzügen weiterreisen nach Hamburg oder Bremen. Die Amerika-Auswanderer kamen aus Osteuropa, aus Russland, Galizien oder Ungarn, die meisten von ihnen jüdischer Herkunft, in ihrer Heimat verfolgt und diskriminiert. Von den Hafenstädten aus ging die Reise in die erhoffte bessere Welt. Berlin der 20er Jahre. 4 Millionen Einwohner. Aufstieg zur Weltstadt. Die Menschen ergreift ein neues, modernes Lebensgefühl. Berlin, das ist die Stadt in Bewegung. Dynamisch und rational zugleich. Joachim Ringelnatz. Da fährt die Hochbahn in ein Haus hinein und auf der anderen Seite wieder raus. Und blind und düster stemmt sich Haus an Haus. Die Parole heißt Tempo, Tempo. Die Großstadt bewegt Menschenmassen, Waren und Geldströme, Verkehrssysteme. Die deutschen Eisenbahnen unterstehen in den 20er Jahren als Reichsbahngesellschaft alliierter Kontrolle. Ein Faustpfand in der Hand der Siegermächte des Ersten Weltkriegs. Als das Jahrzehnt zu Ende geht, kündigt sich eine neue Zeit an. Unheilvoll und bedrohlich. Gerrit Engelke. Die Lokomotive. Das 20 Meter lange Tier. Ein Eisenbiest voll heißer Wut. Es liegt auf 16 roten Räderpranken. Die fiebernd, langgeduckt zum Sprunge. Ausschnitte aus einem Film des Jahres 1935. Das Stahltier. Die Lokomotive als Inbegriff von Kraft und Dynamik. Ein Sinnbild der Bewegung, scheinbar unaufhaltsam.
wie der Nationalsozialismus, der sich selber als eine Bewegung bezeichnete. Fasziniert von der Technik und ihren Möglichkeiten, machten sich die neuen Machthaber die Technik zunutze. Politisch zur Erreichung ihrer Ziele, ästhetisch als Teil ihrer Propaganda. Der Ablauf der Zeit schien zu einer immer schnelleren Aufeinanderfolge atemberaubender Ereignisse zu werden. Eine gekonnte Regie setzte den Fortschritt ins Bild. Das Stahltier, gedreht im Auftrag der Deutschen Reichsbahn für das 100-jährige Jubiläum der Eisenbahn. Machthaber der neuen Zeit, laut und fordernd. Für ihre Kriegspläne brauchen sie die Eisenbahn. 20.000 Eisenbahner dankten dem Führer im Namen von 670.000 Arbeitskameraden für die Rückführung der Reichsbahn unter die Hoheit des Reiches. Man schreibt das Jahr 1937. In der Berliner Innenstadt sausen die Dampfhämmer nieder. Bau der Nord-Süd-Bahn. Durch sie sollen die nördlichen und die südlichen Vorortstrecken miteinander verbunden werden. Wegen der dichten Bebauung muss die neue S-Bahn fast ganz als Tunnelstrecke ausgeführt werden. Die Ufertonwoche vom 18. Oktober 1939. Nach vierjähriger zielbewusster Arbeit wurde dieser gewaltige Bau, der eine unterirdische Verbindung zwischen dem Stettiner und dem Anhalter Bahnhof schafft, zu Ende geführt. Auf dem Anhalter Bahnhof übergab Reichsverkehrsminister Dr. Dorfmüller die neue Strecke dem Verkehr. Mit der S-Bahn, wie man nun das Netz von Stadt-, Ring- und Vorortbahnen nennt, verfügte Berlin über eines der schnellsten Verkehrssysteme der Welt.
Auch im Fernverkehr setzt die Reichsbahn auf Geschwindigkeit. Im Mai 1933 wird auf der Strecke Berlin-Hamburg der Verkehr mit dieselelektrischen Schnelltriebwagen aufgenommen. Der fliegende Hamburger. Vorbild für eine ganze Reihe von solchen fliegenden Zügen. Mit ihnen erreicht man die Reichshauptstadt von Köln und Frankfurt, von München und Stuttgart, von Bremen und Hannover, von Beuthen, Oppeln und Breslau. Mit dem Bau des ersten fliegenden Zuges hat man bereits 1931 begonnen. Doch als er zwei Jahre später vorgestellt wird, gilt er bereits als Errungenschaft des neuen Systems. Mit dem Fernschnelltriebwagen Hin- und Rückreise an einem Tag. So heißt es in der Werbung der Deutschen Reichsbahn. Die Strecke Berlin-Hamburg wird in 2 Stunden und 18 Minuten zurückgelegt. 125 Stundenkilometer sind die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit. Die Höchstgeschwindigkeit aber liegt bei 160 Stundenkilometer. Deutsche Arbeiter der Stirn und der Faust haben Vorbildliches geschaffen. All hat der fliegende Hamburger, der erste Schnelltriebwagen der Welt, Nachahmung gefunden. Die Fahrt im Schnelltriebwagen der Deutschen Reichsbahn ist ein beglückendes Erlebnis, das Zeit und Raum überwindet. Für Arbeiter und Angestellte gab es Ferienreisen von der Deutschen Arbeitsfront. Kraft durch Freude hieß die Organisation, die bis zum Kriegsbeginn jährlich Hunderttausende in Urlaub schickte, mit Zügen innerhalb Deutschlands, mit Schiffen ins Ausland. Besonders gefördert wurden Berlin-Reisen. Die Propagandaparole hieß Berlin, Kraftquell des Reiches. Berlin im Juli 1940. Die Reichshauptstadt in Erwartung des Führers. Der Mann, der den Untergang des Reiches heraufbeschwören wird, kommt aus Frankreich zurück. Als Sieger. Die Ankunft auf dem Anhalter Bahnhof. Eine Inszenierung, bei der die Spannung fast bis zum Unerträglichen gesteigert wird. Begrüßung auf dem Anhalter Bahnhof. Die Würdenträger des Dritten Reiches, die Hitler begrüßen, sind die Zeremonienmeister des Ankunftsrituals. Feierliches Glockengeläute und der Jubel von Millionen empfangen den siegreichen Feldherrn in der Reichshauptstadt. Die Begeisterung der Massen galt einem Mann, dem alles zu gelingen schien. 4 Monate später, im November 1940, traf Molotow in Berlin ein. Auch diesmal diente der Anhalter als Staatsbahnhof. Der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare der Sowjetunion und Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten, Molotow, begab sich auf Einladung der Reichsregierung nach Berlin, um den laufenden Gedankenaustausch zwischen Russland und Deutschland durch persönliche Fühlungnahme fortzusetzen und zu vertiefen. Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop empfing den Gast auf dem Anhalter Bahnhof. Im August 1939 hatten Ribbentrop und Molotow in Moskau den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt unterzeichnet. Ein geheimes Zusatzprotokoll regelte die Aufteilung Osteuropas. Im Sommer 1940 gab es zwischen Deutschland und der Sowjetunion diplomatische Verstimmungen. Der Besuch Molotows in Berlin sollte sie ausräumen. Vergeblich. Im Dezember befahl Hitler, den Angriff auf die Sowjetunion vorzubereiten. Der Fall Barbarossa. Die Deutsche Reichsbahn benötigte nun vor allem Güterwagen. Sie wurden zu Zehntausenden neu gebaut.
Am 22. Juni 1941 erfolgt dann der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. Die Parole der Deutschen Reichsbahn heißt jetzt: Räder müssen rollen für den Sieg. So rollen Tag und Nacht Tausende und Abertausende von Güterzügen über Millionen von Schienenkilometern. Riesige Zugschlangen bringen der Industrie Kohle, Erze und andere Rohstoffe, bringen unseren Soldaten an der Front Panzer, Geschütze, Kraftfahrzeuge, Munition und Verpflegung. Der Personenverkehr muss angesichts dieser gewaltigen Aufgabe zurücktreten. Die Reichsbahn dient heute ausschließlich der schaffenden Heimat und unseren kämpfenden Soldaten an der Front. Der Krieg im Osten. Mit der kämpfenden Truppe rücken auch die Eisenbahnpioniere des Heeres immer weiter vor. Die langen Nachschubwege machen es nötig, viel mehr Reichsbahner als vorgesehen in die besetzten Gebiete zu schicken. Ende 1941 befinden sich bereits 40% des sowjetischen Eisenbahnnetzes in der Hand der deutschen Truppen. Als dann im Winter die Temperaturen auf minus 30 Grad sinken, fallen 3/4 aller Lokomotiven aus. Die militärische Führung verlangt von der Reichsbahn den Bau frostsicherer Kriegslokomotiven. Bis 1945 werden davon mehr als 6000 Stück gebaut. In Berlin haben inzwischen die Kinderlandverschickungen begonnen. Anlass ist der Beginn des Luftkriegs im Westen. Auf die Reichshauptstadt erfolgen schwere Bombenangriffe ab Januar 1943. Die Deutsche Reichsbahn bringt die Kinder vor allem in die Alpen und ins Riesengebirge. Die Nazis propagieren seit 1943 den totalen Krieg. Am 7. Dezember, dem Tag des deutschen Eisenbahners, werden Angehörige der Reichsbahn ausgezeichnet. Mit dem Eisernen Kreuz oder dem Ritterkreuz. Propagandaminister Goebbels bei seiner Ansprache. Eisenbahner sein heißt heute etwas mehr als einem x-beliebigen Berufsstand angehören. Es heißt heute, einen großen Teil der Kriegsentscheidung in der Hand haben. In dieser Stunde brausen Tausende von Zügen unter der Führung eurer Kameraden kreuz und quer durch Europa. Sie bringen Waffen und Munition an alle Fronten. In die Hände des besten Soldatentums gelegt, das die Welt jemals kannte. Es fuhren in jenen Jahren auch Züge ganz besonderer Art durch Europa. In Berlin vor allem vom Bahnhof Grunewald aus, eine S-Bahn-Station in großbürgerlicher Villengegend. Von den Rampen des danebenliegenden Güterbahnhofs begann im Herbst 1941 die Massendeportation der Berliner Juden. Am 18. Oktober 1941 ging der erste Transport los ins Ghetto Lodz. Im Jahr darauf, am 11. Juli 1942, fuhr von hier aus der erste Zug mit Berliner Juden direkt nach Auschwitz. Den Transport der Opfer von den Schreibtischtätern im Berliner Reichssicherheitshauptamt zu den Henkern in den Vernichtungslagern besorgte die Deutsche Reichsbahn mit technischer Perfektion. Güterwagen und Viehwagen waren die Transportmittel. Von der Reichsbahn als Personensonderzüge behandelt, erreichten sie die Rampe in Auschwitz fahrplanmäßig. Ausschlaggebend für die Wahl des polnischen Oświęcim als Standort für ein riesiges Konzentrationslager waren nicht zuletzt die günstigen Eisenbahnverbindungen. Bis Kriegsende wurden hier mehr als 3 Millionen Menschen ermordet. Tag des Eisenbahners 1944. Diesmal spricht Rüstungsminister Speer. Die Wochenschau berichtet. Reichsbahn
Außenminister Speer lässt seine Ansprache mit den Worten ausklingen: Die deutsche Kriegsführung und mit ihr das ganze deutsche Volk wissen, dass in euren Händen mit die Voraussetzung zum Endsieg liegt. Nach dem Endsieg sollte Berlin zur Hauptstadt eines großgermanischen Imperiums aufsteigen. Speer, seit 1937 Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt, entwarf gigantische Pläne. Kernstück war die Nord-Süd-Achse mit der großen Halle. Ein riesiger neuer Südbahnhof war am Ende der Achse vorgesehen. Der Südbahnhof sollte den gesamten Ost-West-Verkehr aufnehmen, einschließlich einer neuen Breitspureisenbahn. Im Vergleich zur Normalbahn riesige Züge auf 4 Meter Spurweite. Vorgesehene Geschwindigkeit 200 Stundenkilometer. In doppelgeschossigen Schlafwagen würden ganze Familien in die weiten Räume des Ostens reisen, um dort angesiedelt zu werden. Die Speisewagen eingeschossig, in Höhe und Breite wahre Festräume. Die Güterzüge der Breitspurbahn sollten die deutschen Industriereviere mit russischen Rohstoffen versorgen, auf eigenen Trassen vom Personenverkehr getrennt. Die Anweisung zum Bau einer transkontinentalen Breitspureisenbahn ging direkt auf Hitler zurück. Die Deutsche Reichsbahn arbeitete an den Plänen bis in die letzten Kriegstage hinein. April 1945. Der Kampf um Berlin. Die Stadt versinkt in Schutt und Asche. Am 2. Mai kapitulieren die deutschen Truppen in Berlin vor der Roten Armee. Die gesamte politische und administrative Gewalt liegt jetzt in der Hand der sowjetischen Kommandantur. Sie weiß, ohne ein funktionierendes Verkehrsnetz lässt sich das städtische Leben nicht wieder in Gang bringen. Schon bald fährt wieder die S-Bahn. Der alten Reichsbahn übergeben die Sowjets in ihrer Besatzungszone die Betriebsführung der gesamten Eisenbahn. Berliner Bahnhöfe 1945. Hier sammeln sich Flüchtlinge und Heimkehrer, Menschen, die ausgebombt sind und kein Dach mehr über dem Kopf haben. Es fehlt an Kleidung und noch mehr an Nahrung. Bilder aus jenen Tagen, die Hamsterfahrten. Tausende von Menschen stürzen sich auf die wenigen Personenzüge, die von Berlin aus in die ländliche Umgebung fahren. Um zu überleben, muss man tauschen. Uhren gegen Kartoffeln, Schmuck gegen Obst und Gemüse, Teppiche gegen Eier und Speck. Ende Juni 1948 wird der Eisenbahnverkehr auf den Interzonenstrecken eingestellt. Beginn der sowjetischen Blockade. Amerikanische und britische Flugzeuge übernehmen nun die Versorgung der Einwohner Westberlins. Die Sperrung der Landverbindungen zwischen Berlin und Westdeutschland dauert 11 Monate bis Mai 1949. Dann kann der Eisenbahnverkehr wieder aufgenommen werden, zuerst auf der Strecke nach Helmstedt. Die großen Fernbahnhöfe waren im Krieg zerstört worden. Dennoch nahm sie die Reichsbahn bald wieder in Betrieb, allerdings nicht lange. Auf dem Anhalter Bahnhof wurde der Zugverkehr von östlicher Seite im Mai 1952 eingestellt. Den Behörden im Westteil der Stadt stand der Anhalter jetzt im Wege. Sein endgültiges Schicksal ereilte ihn Anfang Februar 1961. Mit der Beseitigung des Lehrter Bahnhofs hatte man schon 1957 begonnen. Die neue Deutsche Wochenschau war dabei. Jetzt hat man sich entschlossen, die Trümmer zu beseitigen. Und von zarter Frauenhand, von Sprengmeisterin Hertha Bahr dirigiert, fliegt das ehrwürdige Bahnhofsgebäude in die Luft. Um den Westteil der Stadt umfahren zu können, ließ die DDR einen Berliner Außenring bauen. 1957 war er fertiggestellt. In West-Berlin verlegte die Reichsbahn den Fernverkehr auf die Stadtbahnstrecke.
Einziger Fernbahnhof für den zivilen Personenverkehr war nun der Bahnhof Zoologischer Garten. Ein Durchgangsbahnhof der Stadtbahn. Für die Reisenden nach Berlin-West Endstation. Es waren 18 Züge täglich, die West-Berlin mit Westdeutschland verbanden. Interzonenzüge. Sowjetische Dieselloks schleppten Wagen der Deutschen Bundesbahn und der DDR-Reichsbahn in bunter Reihe hinter sich her. Züge, mit denen zu reisen, Intercity-Benutzer als Abenteuer empfanden. Die Fahrzeiten waren lang, nach Frankfurt am Main 7, nach Köln 8, nach München fast 10 Stunden. Von der Geschichte schien die Eisenbahnstadt Berlin ins Abseits gerückt. Aus der weltoffenen Stadt der Bahnhöfe war eine weltstädtische Provinz geworden. Die verwunschenen Bahngelände warteten auf die Entdeckung durch die Archäologen. Gleise, die nirgendwo hinführten. Signale, die nichts mehr anzeigten. Weichen, deren Stellung belanglos war. Nach Jahrzehnten der politischen Teilung geschieht dann über Nacht das ganz und gar Unerwartete. Der Fall der Mauer im November 1989. Und nur 11 Monate später, am 3. Oktober 1990, ist Deutschland wieder ein vereintes Land mit dem vereinten Berlin als Hauptstadt. Für den Bahnverkehr in Deutschland beginnt damit die Integration von Bundesbahn und Reichsbahn. Und für die Eisenbahnstadt Berlin die Wiederherstellung ihrer früheren Funktion als Knotenpunkt internationaler Fernverbindungen. In Ost-Berlin hatte man in den 70er Jahren damit begonnen, den Bahnhof Lichtenberg zu einem Fernbahnhof auszubauen, mit Anschluss an das elektrifizierte Streckennetz der Reichsbahn. In den 80er Jahren erfolgte der Ausbau des Ostbahnhofs, neben Lichtenberg der zweite wichtige Fernbahnhof. Um die Rolle Ost-Berlins als Hauptstadt der DDR aufzuwerten, erhielt der Ostbahnhof 1987 den unzutreffenden und nur politisch motivierten Namen Hauptbahnhof. Dieser im Bezirk Friedrichshain gelegene Hauptbahnhof erlebt Anfang Juni 1991 eine Premiere. Zwei neue Zugverbindungen, ein Intercity nach Karlsruhe und ein Eurocity nach Genf, nehmen zu früher Morgenstunde ihren Dienst auf. Zuvor gibt es noch eine offizielle Taufe. Der IC erhält den Namen Andreas Schlüter. Die Reichsbahn hat nun eine direkte Verbindung mit dem Intercity-Netz der Bundesbahn. Schneller sind die neuen Zugverbindungen zwar noch nicht, aber komfortabler auf jeden Fall. Die Zeit der Interzonenzüge längst Geschichte. Ein Jahr später, vom 31. Mai 92 an, gibt es zum ersten Mal für Bundesbahn und Reichsbahn einen gemeinsamen Fahrplan. Jetzt fahren die Züge im Taktverkehr. Und schneller sind sie auch. Für die Strecke Berlin-Dresden braucht man nur noch eine Stunde und 50 Minuten. Auch nach München reist man jetzt mit einem Intercity. Fahrzeit 8,5 Stunden. Der Name der neuen Linie, Bertolt Brecht. Hanne Schall, die Tochter des Dichters, tauft den Zug mit Sekt. Der Papa hat viel lieber Bier. Januar 1993. In nur 60 Meter Flughöhe taucht über der Stadtbahnstrecke in Charlottenburg ein Hubschrauber auf. In bestimmten Zeitabständen transportiert er die Masten für die elektrische Oberleitung der Fernbahn. Für die Reichsbahn ist die Montage aus der Luft nichts Neues. Schon seit Anfang der 70er Jahre hat sie dafür Hubschrauber eingesetzt. Im Westteil der Stadt geschieht das jetzt zum ersten Mal. Die Elektrifizierung der 25 Kilometer langen Strecke zwischen Bahnhof Zoo und Drewitz ist Voraussetzung dafür, dass der Hochgeschwindigkeitszug ICE Berlin von Westen aus erreichen kann. Der Vorteil des Hubschraubereinsatzes: der Bahnbetrieb kann ohne Einschränkung weiterlaufen. Der Bahnhof Zoologischer Garten, mehr als nur ein Bahnhof der Stadtbahnstrecke.
In den Jahren der Teilung war er eine Chiffre für die politische Insel West-Berlin. Wer hier angekommen war, nach stundenlanger Fahrt durch die DDR, fühlte sich frei. Auf Bahnsteig 1 ist ein ICE angezeigt. Seit dem 4. Juli 1993 kann der Bahnhof Zoo von dem modernsten Zug der Deutschen Bahnen erreicht werden. Und seitdem fährt der ICE von hier im 2-Stunden-Takt nach Braunschweig oder Göttingen, nach Kassel, Frankfurt oder Stuttgart. Durch den Anschluss an das ICE-Netz ist Berlin eisenbahntechnisch endgültig vom Abstellgleis herunter. Ab 1994 wird die Elektrifizierung der Fernbahn zwischen Bahnhof Zoo und Hauptbahnhof erfolgen. Doch zuvor muss die im Jahre 1882 eröffnete Stadtbahnstrecke gründlich saniert werden. Anstelle des Lehrter Stadtbahnhofs wird es einen Kreuzungsbahnhof geben. Einen von dann insgesamt 7 Fernbahnhöfen. Innerhalb Deutschlands ist der ICE bei einer Reisegeschwindigkeit von 250 Kilometern in der Stunde zu einer Konkurrenz für das Flugzeug geworden. Als vor mehr als 155 Jahren die erste Eisenbahn in Preußen fuhr, von Berlin nach Potsdam, da bekamen die Reisenden Schwindelgefühle. Wer im ICE sitzt, weiß, dass er schnell fährt, doch er spürt es kaum. Was einst als das absolut Neue empfunden wurde, die Überwindung von Raum und Zeit, ist Selbstverständlichkeit geworden. Geblieben aber ist, bis heute, die Faszination der Eisenbahn.